Das ist Hermann. Er ist auf dem Weg zu seiner neuen Arbeit. Und Hermann hat Angst. Angst vor Mobbing. Diese neue? Ja? Hermann soll ja stinken wie eine Sau. Nein. Den haben sie sogar bei der Müllabfuhr rausgeworfen. Na, dann ist ja wohl klar, welchen Schreibtisch der kriegt. Oh, vorsichtig, er kommt. Guten Morgen. Ihr Platz. Danke. Dabei stinkt Hermann überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber sein Frühstück, das stinkt. Wenn die Gerüchteküche erst einmal angelaufen ist, gibt es kein Halten mehr. Ha, Udo, der Neue ist total verklemmt. Er hat sich nicht getraut, im Stehen zu pinkeln, nur weil ich daneben gestanden bin. Was für ein Weichei! Ja, natürlich eine infame Lüge. Selbstverständlich pinkelt Hermann im Stehen. Weitere Mobbing-Attacken gegen Hermann. Angeblich hat ein Mitarbeiter beobachtet, dass mich dieses Schwein gegen meinen Willen mit seinen schleimigen Lippen berührt hat. Sorry, aber dafür wäre Hermann viel zu schüchtern. Los, Hermann. Leck mir die Stiefel. Aber ich wollte doch nur an meinen Joghurt. Und dann soll Hermann noch den Hund des Chefs mit voller Absicht in den Aktenvernichter gesteckt haben. Dabei ist Hermann doch ein echter Tierfreund. Hermann. Hermann, mein Hund ist verschwunden. Helfen Sie mir suchen. Mach ich. Mobbing ist grausam. Und da Hermanns erster Arbeitstag natürlich auch sein letzter war, hatten wir uns entschlossen, dem Opfer der üblen Nachrede die Hauptrolle in diesem Sketch zu geben. Bis uns der Kameramann steckte, dass Hermann was mit der Frau des Regisseurs hat. Was? Du bist draußen. Jürgen? Das ist Jürgen. Er ist auf dem Weg zu seiner neuen Arbeit. Und Jürgen hat Angst. Angst vor Mobbing.